Und damit herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wie versprochen, machen wir jetzt weiter mit dem großen Themenkomplex der Registermodernisierung, dem wohl größten Transformationsvorhaben der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Wir wollen also mal schauen, wo stehen wir denn überhaupt beim Thema Registertransformation und Registermodernisierung und welche agilen Methoden können denn hier im Hintergrund eingesetzt werden. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich unseren Speaker für diesen Slot. Er ist der CDO der wunderschönen Stadt Hamburg. Hier ist Christian Pfromm. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, liebe Frau Schöne, ganz herzlichen Dank für die einführenden Worte. Und sie ist ja schon mit einem ganz schweren Wort gestartet. Registermodernisierung ist einer der größten, sieht man schon was? Ja, einer der größten Transformationsprogramme der Verwaltung. Da kriegt man ja schon wieder so ein bisschen weiche Knie. Und ich möchte in den nächsten paar Minuten das so ein bisschen entmystifizieren und Ihnen hoffentlich das berechtigte Gefühl geben, dass wir mit der Registermodernisierung trotz seiner Größe auf dem richtigen Weg sind und vor allen Dingen, dass es ohne uns gemeinsam auch nicht geht. Was macht überhaupt Registermodernisierung? Warum brauchen wir das überhaupt? Und die plastischste Idee ist eigentlich, ist once only. Das heißt, Sie geben Ihre Daten nur einmal in der Verwaltung ab und entscheiden dann, dass wir das für Sie weiterverwenden können und somit auch Name, Geburtsdatum und was Sie sonst alle schon 150 Mal in der Verwaltung eingereicht haben, eigentlich nicht nochmal geben können. Ein bisschen praktischer wird es daran, für diejenigen, die mal die Grundsteuererklärung gemacht haben vor einiger Zeit, die haben sich vermutlich auch gefragt, sag mal, warum muss ich der Verwaltung alles Unterlagen von der Grundsteuer nicht nochmal zur Verfügung stellen? Das haben die doch alles schon. Ja, deswegen mussten sie das tun, weil wir die Registermodernisierung eben noch nicht haben. Das heißt also, zukünftig wird so alles besser und das nicht nur deutschlandweit, sondern tatsächlich auch europaweit grenzüberschreitend. Dass wir da schon so einiges tun, soll in diesem nächsten Slide deutlich werden. Wir machen tatsächlich nicht nur Konzepte und nicht nur viel Methodik aktuell, von denen Sie vielleicht schon mal was gehört haben oder auch nicht gehört haben. Aber entscheidend ist, wir haben hier schon über 30 sogenannte Erprobungsprojekte. Das heißt, wir überlegen uns schon, wie muss das eigentlich hinterher wirken? Sind die Konzepte und Methoden, die wir haben, eigentlich tragfähig? Kann sowas eigentlich funktionieren? Und deswegen haben wir diese 30 Erprobungsprojekte aufgesetzt. Und rechts sehen Sie, auf welche unterschiedlichen Verwaltungsbereiche diese 30 Erprobungsprojekte tatsächlich einzahlen. Und ohne, dass ich sie jetzt durchgezählt habe und auch sagen kann, das ist hundertprozentig die Abdeckung der Verwaltung, glaube ich, gibt es ein gutes Gefühl, das ist schon eine ziemlich gute Abdeckung. Das heißt, wir wissen relativ gut schon, wenn wir damit in die Breite gehen und das als Prototypen etablieren, die auch als Referenzimplementierung, als Referenzprozesse dienen können, schon relativ gut, dass das eigentlich tragfähig ist. Und die Überschrift, die da so ein bisschen verstohlen oben links steht, manifestiert eigentlich auch einen neuen Mindset für uns in der Verwaltung, gerade und erst recht für so ein großes Transformationsprojekt, weil wir wollen tatsächlich erproben, das, was wir erprobt haben, wollen wir analysieren und bewerten, war das gut, wo müssen wir nochmal nachjustieren, wo sind wir falsch abgebogen, wo hat es auf dem Blatt Papier besser ausgesehen als in der Praxis hinterher, dann kurzum, was ist gut und was ist schlecht gelaufen, um daraus dann Erkenntnisse zu gewinnen im Sinne einer Feedback-Schleife, da dann zukünftig auch besser zu werden. Das heißt, modernes Arbeiten und das in der, wie wir ja gerade gehört haben, scheinbar großen Transformationsprojekte der Verwaltung. Was müssen wir dafür tun, damit es überhaupt notwendig ist? Nicht nur Erprobungsprojekte machen, wie wir gerade gesehen haben, die möglichst breit fachlich einzahlen, sondern tatsächlich auch, wir brauchen dafür eine Plattform. Und die Plattform ist hier in der Mitte, dieser dunkelgraue Kreis dort, da steht das National Once Only Technical System. Was für ein ehrfurchtseinflößendes Wort, das NOOTS oder auch NUTS genannt. Ja, das ist im Prinzip die Technik im Maschinenraum, die dafür sorgt, dass wir Abfragen und Abrufe und Dateneingaben dafür tatsächlich über unterschiedliche Ebenen, nämlich die Verwaltungsdaten, so über die Online-Zugangsdienste, die wir aktuell in Bearbeitung haben und natürlich auch in den Fachverfahren sozusagen, also im Backoffice der Verwaltung, tatsächlich dann gangbar machen können. Das ist eine ganz entscheidende Schnittstelle und ein ganz entscheidendes System, besser gesagt, was wir brauchen, damit das funktioniert. Denn wenn Sie Nachweisdatenabrufe machen wollen, behördenübergreifend, oder insbesondere auch bundesweit, also damit auch Länder, vielleicht sogar mit dem Bund übergreifend, dann kann ja nicht jeder seine Infrastruktur haben. Das wäre ja ein Wunder, wenn das funktioniert. Nicht, wie macht man Standards, wie macht man Schnittstellen. Alles das wäre schwierig, wenn das 16 plus 1 mal gemacht wird. Ergo wollen wir das tatsächlich dann auch zentral machen. Und damit jeder auch weiß, dass das gut läuft, dass es richtig weiß, gibt es dann, sehen Sie links unten, das Datenschutz-Cockpit, das heißt, dort können Sie sehen, wer macht eigentlich mit meinen Daten was und welche Daten habe ich eigentlich freigegeben oder welche Daten möchte ich zukünftig nicht mehr freigeben. Das heißt also auch Transparenz hier als Grundlage für Vertrauen und das wiederum als Akzeptanz zukünftiger Verwaltungsleistungen, wie die sich dann ergeben können.
Wenn wir der Meinung sind, wir brauchten, oder nicht nur der Meinung, sondern es braucht tatsächlich die zentrale Infrastruktur, wie wir gerade rausgearbeitet haben, dann fragt man sich natürlich, ja, wie kommen wir denn jetzt eigentlich an die zentrale Infrastruktur? Wer baut die? Wem gehört die? Wer nutzt die? Was kostet die? Alle solche Fragen leiten sich ja daraus ab. Und da haben wir tatsächlich einen Plan gemacht, nämlich eine Roadmap zu dem Staatsvertrag für das NOTS. Diese Roadmap ist tatsächlich notwendig, beziehungsweise der Staatsvertrag ist notwendig und dafür brauchen wir eine Roadmap, weil es nicht zu einer Grundgesetzänderung gekommen ist. Da gibt es ganz viele Mythen, die sich darum ranken, ganz viele Legenden, warum es nicht zu einer Grundgesetzänderung gekommen ist, die eigentlich nur in 3 oder 4 Zeilen, lass es auch 5 Zeilen gewesen sein, dann ihren Niederschlag gefunden hat und jetzt auf einmal müssen wir einen riesen Staatsvertrag machen. Ich will der Legende nicht noch welche hinzufügen, nehme einfach die Situation ist so, wie sie ist. Und hier sehen Sie die wesentlichen Meilensteine, wie wir tatsächlich uns auf Länder mit diesem NOTS tatsächlich nähern wollen. Und diejenigen, die von Ihnen ein bisschen näher begleitet haben, das Online-Zugangsgesetz, die werden sehen, huh, das ist aber schon einiges los. Wie lange arbeitet ihr denn schon da dran? Naja, wir arbeiten da seit 21. Juni dran. Da haben wir den Auftrag von dem Ministerpräsidenten bekommen, baut bitte bis Ende des Jahres einen Staatsvertrag, oder nicht baut, also entwickelt, schreibt zusammen einen Staatsvertrag, bis Ende des Jahres, nämlich bis zum 12.12., also nicht ganz Ende des Jahres, aber 12.12., dass wir tatsächlich dann auch die gemeinsame Grundlage haben, die rechtliche und gesetzliche Grundlage haben, gemeinsam diese Plattform zu errichten, zu betreiben und dann auch gemeinsam auch zu nutzen zwischen Bund und Ländern. Leicht entschieden und dafür brauchen wir tatsächlich dann noch diesen Plan. Dieser Staatsvertrag wird mit 6 Bundesländern und dem Bund, stellvertretend das BMI aktuell gemeinsam verhandelt. Und diese 6 Länder bilden ungefähr 70% der Bevölkerung oder repräsentieren 70% der Bevölkerung. Das heißt, das ist im besten Sinne der Formulierung Arbeitsteilung, die wir am IT-Planungsrat haben, aus dem wir den Auftrag bekommen haben. Da gehören Länder dabei, hoffentlich vergesse ich jetzt keins, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen und Hamburg. Und Hamburg hat man anvertraut, die Verhandlungsführung dort zu übernehmen. Und wir sind hier sehr gut zugange. Und diejenigen, die aktuell heute schon in ihr Smartphone reingeguckt haben und in den Prozess integriert sind, die werden sehen, dass entweder gerade schon was eingegangen ist oder im Laufe des Nachmittags tatsächlich die aktuellen Staatsvertragsunterlagen, die wir erstellt haben, heute zur Verfügung gestellt worden sind. Und dann am 23. Oktober in der Sondersitzung dann zunächst beraten werden. Und die nächsten Schritte sehen Sie, welche Art von Beteiligung wir haben, damit wir dann am 12.12. in der Ministerpräsidentenkonferenz tatsächlich sagen können, hey, hier ist gut, dass sich die Bund und Länder darauf geeinigt haben. Das soll bitte in den Länderparlamenten ratifiziert werden, damit wir mit dem Bau dieses NOTS dann auch anfangen können. Wenn wir das dann haben, dann sind wir aber mit der Geschichte lange noch nicht zu Ende. Denn eine Maschine im Maschinenraum zu haben, die blinkt und flimmert, reicht ja noch nicht, um tatsächlich auch tatsächlich Prozesse anzubinden. Das heißt, wir brauchen einen Dreiklang zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Das heißt, jeder von uns wird sich irgendwie jetzt angesprochen haben, dass er bei dem Thema irgendwie seinen Anteil beizutragen hat. Das ist meines Erachtens auch ganz wichtig, denn es kann nicht sein von der Idee des Registermodernisierung, dass sich einzelne Kommunen ausklinken. Einfach sagen, ich habe keine Lust oder ich mache das nicht oder ich will das nicht. Das würde natürlich diesen ganzen bundesweiten Datenaustausch und Nachweisaustausch, den man haben will, und natürlich massiv behindern, wenn Einzelne sagen, will ich nicht oder kann ich nicht. Dass nicht alle am ersten Tag dabei sind, das ist selbstverständlich, ist ja auch eine Sache, welche Register werden in welcher Reihenfolge angebunden, wie komplex sind die, welche lokalen Strukturen habe ich, weil selbst wenn es ein Melderegister gibt, so gibt es doch deren 11.000 unterschiedliche Ausprägungen in den jeweiligen Kommunen dazu. Kommunen sind größer und kleiner und organisiert, wie sie halt organisiert sind. Das heißt also, die Geschwindigkeit ist ein Kriterium, aber entscheidend ist, dass alle mit dabei sind. Und deswegen geht es um gemeinsam an. Und deswegen ist auch mein Appell an Sie, mit dem ich dann noch schließen möchte, tatsächlich, seien Sie rechtzeitig bei dem Thema Registermodernisierung dabei, verfolgen Sie es engagiert, weil der Nutzen, der übersteigt bei weitem die Änderungsaufwände, die wir haben, oder den Aufwand, den wir dafür betreiben müssen. Das hat auch der Normenkontrollrat mal festgestellt. Und zum Schluss ist es übrigens auch noch, und das möge für uns alle hier auch wichtig sein, auch Investment in die Zukunft. Und zwar in die Zukunft im Sinne von, dass wir den Demografieeffekt, der uns ja alle treffen wird, der Demografieeffekt tatsächlich eine Maßnahme ist, diesen abzufedern und zu lindern, weil wir nämlich mit weniger Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung dann vielleicht das Gleiche oder sogar mehr und vor allen Dingen schneller und qualitativ bessere Verwaltungsleistungen anbieten können und Verwaltungsprozesse auch abwickeln können. Allein schon das sollte spätestens die Motivation von uns sein, zu sagen, okay, da will ich auch mit dabei sein, auch wenn es die etwas Älteren unter uns vielleicht dann nicht mehr live erleben werden, aber es ist unser Generationenvertrag, tatsächlich diese Grundlagen zu schaffen und damit auch
nicht nur Registermodernisierung zu ermöglichen, sondern auch den Demografieeffekt in Teilen damit auch dann zu trotzen. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für Sie. Das war mein relativ schneller Parforce-Ritt und ich hoffe, ich habe die Idee, Registermodernisierung so ein bisschen zu entmystifizieren, eingehalten, Ihnen hoffentlich auch deutlich machen können, wir haben verstanden, worum es geht, wir sind auf einem richtigen Weg, um für uns alle eine Plattform, eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und auch den Appell an Sie transportieren können, dass es nur mit uns gemeinsam geht, Bund, Länder und Kommunen. Keiner darf uns ausbüchsen, sonst funktioniert das nicht. Ich freue mich auf die weitere Entwicklung in dem Thema. Wir werden davon noch einiges hören, im positiven Sinne. Und ich freue mich darauf, wenn wir hier für die Verwaltung einen ganz großen Schritt weiterkommen. Das war's von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Pfropp, ganz herzlichen Dank. Das war natürlich nicht nur ein bisschen interessant, das war super interessant. Das Dankeschön. Nehmen wir sehr gerne mit. Herr Pfropp, ich bin so ein bisschen ein Praktiker und wir haben noch 3 Minuten Zeit, deswegen quäle ich Sie einfach noch mit ein paar Fragen. Sie haben diese Erprobungsprojekte erwähnt. Was genau verbirgt sich dahinter? Vielleicht können Sie irgendwie 1, 2 davon rausgreifen, okay, damit es für uns im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen greifbarer wird. Mhm. Also mit den Erprobungsprojekten wollen wir Einzelideen dieses Nachweisdatenabrufs. Nachweisdatenabrufs klingt da so ein bisschen sperrig. Was ist damit, verbirgt sich dahinter? Zum Beispiel Geburtsurkunden. Geburtsurkunden, wenn wir die gemeinsam mit dem Personenstandsregister modernisieren und integrieren, dann ist es tatsächlich einfach möglich, Geburtsurkunden abzufragen. Und das nicht nur innerhalb von Behörden einer Stadt, sondern auch grenzüberschreitend, also bundeslandübergreifend. Und tatsächlich auf Basis dieser sogenannten Single Digital Gateway-Verordnung, wieder so ein sperriger Begriff, was heißt das? Wir wollen Nachweise innerhalb von Europa austauschen können, tatsächlich auch grenzüberschreitend auszutauschen. Denn manchmal ist es einfach notwendig, wenn man in Spanien studiert, dass man dort seine Geburtsurkunde hat. Naja, dann hat man die vergessen oder hat die gerade nicht dabei oder ist dann verloren gegangen. So kann man sie tatsächlich dann aus einer Verwaltung, aus einem Amt, nenne ich das mal, in Spanien tatsächlich digital in Deutschland diesen Nachweis abrufen, diese Geburtsurkunde zu kriegen. Das heißt also, es bringt nicht nur Nutzen innerhalb der Republik, sondern auch tatsächlich europaweit tatsächlich auch. Ein zweites Beispiel ist, vielleicht für den einen oder anderen hier interessant, oder Ihre Kids, die Sie haben, Führerscheinantrag. Ja, mein Sohnemann, der mich mal fragte, Papa, was kann ich mit Digitalisierung machen? Der ist mir glücklicherweise eingefallen, wurde gerade 18, Führerscheinantrag kannst du machen, wenn du deinen Personalausweis freischaltest, das fand ich natürlich super und hat tatsächlich auch damit seinen Führerscheinantrag gestellt. Dazu allerdings muss man dann mit dem Personalausweisregister dann integriert sein und solche Sachen erproben wir einmal im Sinne von, dass sie überhaupt so funktionieren, wie es gedacht ist und zum anderen auch, was lernen wir darauf? Ist der Prozess tatsächlich geschmeidig genug? Können wir damit Medienbrüche vermeiden? Was funktioniert nicht? Skaliert der ordentlich? Und wenn wir das über die Erprobungsprojekte, das war diese Schleife, die ich kurz darstellen wollte, mit Erproben, Bewerten und Erkenntnisse daraus sammeln, tatsächlich dann als Feedbackschleife drin haben, damit wir hinterher auch sicher sein können, dass man sowas ganz weit ausrollen kann in der Republik, wenn tatsächlich mal Hunderttausende von Anfragen über so einen Prozess tatsächlich auch laufen. Und das legen wir über diese Verwaltungsprozesse, die wir da haben, ganz breit an aktuell. Sehr gut. Also jetzt bin ich nicht nur ein Praktiker, ich bin tatsächlich auch jemand, der immer sehr gut vorbereitet ist. Ja. Fühle ich mich tatsächlich besser im Leben. Sie haben schon gesagt, es funktioniert natürlich nicht, wenn jetzt einzelne Kommunen sagen, nee, da machen wir nicht mit. Das ist nicht unser Ding. Ja, genau. Also gehen wir es mal von der anderen Perspektive an. Wie müssen sich denn die Länder, wie müssen sich die Kommunen oder wie können sie sich jetzt am besten auf dieses ganze Thema Registermodernisierung vorbereiten? Also da gibt es natürlich mehrere Wege. Also was auf jeden Fall schon mal richtig ist, sich überhaupt mal mit dem Thema zu beschäftigen. Also das sind meines Erachtens die Grundvoraussetzung. Und einige Länder haben sogenannte Registermodernisierungs- oder RECMO-Koordinatoren etabliert, die tatsächlich die Brücke schlagen zwischen dem, was konzeptionell gerade passiert, die auch teilweise mit ihren Ländern in einem von diesen 30 Erprobungsprojekten mit drin sind. Das heißt, also konkrete Praxiserfahrung sammeln und damit, sage ich auch mal etwas salopp, ein bisschen Hunger kriegen, das Thema weiter zu etablieren. Und diese RECMO-Koordinatoren, Koordinatoren sind quasi die Multiplikatoren in die Kommunen hinein. Weil in den Kommunen findet ja tatsächlich Verwaltungsgeschäft auch noch ab. Da sind die Bürgerämter in den Kommunen, da sind die Bürgermeister, da passiert Verwaltungsleben im Prinzip ja auch. Und vielleicht kriegen wir dann tatsächlich auch Ideen, dass man die ein oder anderen Prozesse irgendwann mal vielleicht mal auf Regierungsebene, also Mittelebene tatsächlich wieder hochzieht, damit es tatsächlich für alle schneller und einfacher gilt, weil vieles ist ja in der Verwaltung deswegen so kompliziert, langwierig, aufwendig, wie auch immer, weil es ja eben keine Register gibt, die miteinander vernetzt sind, sondern weil sozusagen jeder auf seinen eigenen Datentopf sitzt. Und das werden wir mit der Registermodernisierung im Prinzip über diese Beispiele, die wir genannt haben, und über dieses Konzept, über dieses Nodes, tatsächlich dann wesentlich vereinheitlichen können, sodass viele dezentrale Strukturen, die tatsächlich unnötig Arbeit schaffen,
vielleicht gar nicht mehr notwendig sind. Also wir haben tatsächlich einen großen Schritt für die Modernisierung der Verwaltung, zumindest die Grundlage gelegt. Wie schnell das dann jeweils geht, ist tatsächlich dann in den jeweiligen Kommunen ein individuelles Thema und deswegen brauchen wir unter anderem diese RECMO-Koordinatoren. Herr Promm, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank allen voran dafür, dass Sie dieses doch ein bisschen sperrige Thema Registermodernisierung für uns so greifbar gemacht haben. Dankeschön. Herzlichen Dank, das ist Ihr Applaus, Herr Promm. Dankeschön. Ja, jetzt ist es hier an der Plaza Stage.